Großonkel Erich, so heißt eines der Programme des Schauspielers Walter Sittler. Gestern hat er es im Schauspielhaus vorgestellt. Mit Onkel Erich ist Erich Kästner gemeint und dessen Lebensgeschichte war der Abend gewidmet. Helga Kania war dabei. Auch knapp 40 Jahre nach seinem Tod führt der Name Erich Kästner das Schauspielhaus Hannover. Wäre er erstaunt darüber oder stolz? Wir wissen es nicht. Mit Gedanken und Erinnerungen ist es nämlich wie mit verprügelten Hunden. Wenn man sich zu hastig bewegt oder wenn man sie streicheln will, schwupp, sind sie weg. Am 5. Dezember schaffte es Walter Sittler, das Publikum fast 2 Stunden mit Geschichten von und über Erich Kästner zu faszinieren. Ja, das ist natürlich unsere Aufgabe als Schauspieler, dass man sich zur Verfügung stellt, dem Gedanken und Gefühlen dessen, den man spielt. Und in diesem Fall ist es ja keine Rolle in dem Sinne, sondern eine lebendige Figur, die es gab, der sich durch seine Texte klar ausdrückt, der auch einen großen Humor mit sich selber hat. Das gefällt mir sehr gut, dass er sich nicht so wichtig nimmt, sondern weiß, man ist halt 70 Jahre auf der Welt, aber die Geschichte ist ein bisschen größer, ja. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Stationen in Kästners Leben waren die Briefe an seine Mutter. Regelmäßig berichtete er von seinem Leben aus der großen Stadt Berlin. Erst war es aufregend mit einem Leben zur Untermiete und vielen neuen Bekanntschaften wie Karl Zuckmeier und Klaus Mann. Später wurde es tragisch, als der Nationalsozialismus Einzug hielt und dann kam der Krieg. Vorgestern Nacht nun war also meine Wohnung an der Reihe. Ein paar Kanister via Airmail eingeführten Phosphors aufs Dach und es ging wie das Brezelband. 3000 Bücher, 8 Anzüge, einige Manuskripte, sämtliche Möbel, 2 Schreibmaschinen, Erinnerungen in jeder Größe und mancher Haarfarbe und das Telegramm auf dem Schreibtisch. Ankomme 16. früh. Anhalter Bahnhof. Bringe, weil Paketsperre, frische Wäsche persönlich. Mutti. Kästner wurde später oft gefragt, warum er nicht emigrierte, wie viele seiner Kollegen, sondern 12 Jahre Berufsverbot aushielt. Er war der Meinung, dass sein Bleiben für die Nationalsozialisten viel unbequemer war. Enttäuscht zeigte er sich über die politische und gesellschaftliche Entwicklung in Nachkriegsdeutschland. Für ihn war es nur eine kleine Freiheit, die in Deutschland Einzug gehalten hatte. Die große Freiheit war nur ein Versprechen, das nie eingelöst wurde. Besonders beeindruckend fand ich die Verbindungen aus der Vergangenheit zu der heutigen Zeit. Die Formulierung, dass man über die Vergangenheit nachdenken muss, aber die Zukunft nicht vergessen darf, das fand ich sowas von brillant. Also so habe ich das noch nie gehört. Walter Sittler wurde an diesem Tag 60 Jahre alt. Er stand auf der Bühne und nahm sich auch noch die Zeit für ein Gespräch mit uns. Danke, Walter Sittler.